das mit den Sprechchören und so ist doch eigentlich eine gute Sache für einen Workshop beim Legalization Camp. Ja? Neue Sprechchöre, neue Sprüche entwickeln und sonst irgendwas. Ja? Also fände ich eine gute Sache. Vielleicht müssen wir dafür die Zuschauer, die jetzt nicht aktiv bei Facebook mitlesen, mal von vorne anfangen. Vor einigen Wochen, ich glaube so 3 oder 4 an der Zahl, war ich bei Andreas Maurer in der sonntäglichen Talkshow zu Gast und habe da unter anderem Jan und Nündorf angesprochen, dass es doch eigentlich mal den Plan gab, ein Legalisierer-Camp zwischen Dampfparade und Hanfparade zu machen. Und Jan hatte dann aber eher so das Bedürfnis, das kleiner zu machen und zu sagen, hör zu, nur von Freitag auf Samstag vor der Hanfparade, alle Leute bieten sich ins gleiche Hostel ein und dann trifft man sich an der Lobby und kifft was zusammen. Aber das war mir, altem ameisenähnlichen Tier, zu wenig. Und deshalb habe ich gesagt, nee, wenn, dann sollte das schon ein richtiges Camp sein und am besten ein Barcamp, also eine Veranstaltung, wo die Teilnehmer sich untereinander was beibringen. Und das habe ich dann in den letzten 2, 3 Wochen zusammen mit Tribble und mit 2, 3 anderen Leuten, unter anderem Ferdinand von der Hanfparade ist jetzt mit dabei und der Florian Riester von der Hanfinitiative Frankfurt am Main, ein bisschen ausgebaut zu einer Veranstaltung, die potenziell von Mittwoch vor der Hanfparade bis Sonntag nach der Hanfparade, also von 6. bis 10. August stattfinden soll. Der aktuelle Plan sagt, sich ein komplettes Hostel zu mieten, nämlich in Kreuzberg. Ah, da kommt der Jan auch mit rein, das ist sehr praktisch. Da passen 60 Leute rein. Es gibt ganz unterschiedliche Zimmer, vom 12-Mann-Zimmer mit Gruppenkuscheln bis zum Einzelzimmer, wo man dann vielleicht ein älteres Semester oder einen Patienten oder sowas unterbringen kann. Direkt vor der Haustür ist eine Brachfläche, wo man die ganzen draußen Aktivitäten machen kann. Und man ist in Kreuzberg, mitten in Berlin, hat es also nicht allzu weit zum Deutschen Hanfverband, zum Hanfmuseum, zu Fixpunkt und zu vielen, vielen anderen interessanten Lokalitäten, die man dann für Workshops, Vorträge, Seminare und so weiter nutzen könnte. Ich habe mir nämlich vorgenommen, möglichst Leute wie zum Beispiel Stefan ganz, ganz viel Legalisierungs-Know-how mitzugeben, also Wissen aus den Bereichen Organisation, Finanzierung, Promotion, Propaganda, Presseerklärungen schreiben, Plakate malen und so weiter und so fort. Alles Mögliche, was wir wissen müssen, damit wir effektivere Legalisierer sind, sollen wir uns im Rahmen dieses Camps gegenseitig beibringen. Und das ist erstmal die Idee, die jetzt vor sich hin tumort. Aktuell liegen wir bei kalkulierten Kosten von 160 Euro pro Person, inklusive Halbpension, Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel, damit ihr nicht schwarz fahren müsst, WLAN in dem Laden und auch noch eine Handvoll Devotionalien, insbesondere ein super duftes T-Shirt, für das es natürlich noch kein Design gibt. Ich hoffe, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen das Konzept noch ein bisschen runder machen, alle zusammen gucken, wo es noch hakt, dass wir am Ende der Woche vielleicht eine Handvoll Unternehmen finden, die Geld in so ein Konzept stecken, damit wir zum Beispiel Stefan oder Lars oder dem anderen oder Jan oder Dennis oder Chester oder Andreas oder Albert ein Freiticket für diese Veranstaltung geben können. Dann müsst ihr nur noch die Fahrt nach Berlin bezahlen. So viel erstmal von mir. Ich trinke einen Schluck und ihr könnt mir sagen, dass das eine total doofe Idee ist. Ich finde deine Idee total Bombe und da habe ich auch gleich einen Vorschlag. Wir haben einen Online-Headshop, der uns auch so unterstützt mit Aufklebern und so weiter. Und da frage ich einfach mal bei Smoketown nach, ob die da was mit sponsern würden, eben, dass man so ein Freiticket stellen könnte. Ich frage einfach mal nach und melde mich dann bei dir, ne? Da sagst du Bescheid, was ich da rausbekommen habe. Lass uns andersrum machen. Gib mir noch 2, 3 Tage, bis wir einen Handout haben, also den berühmten A4-Zettel, wo die Idee drauf ist, den man dann potenziellen Sponsoren in die Hand drücken kann. Damit wir alle über das Gleiche reden, wenn wir mit potenziellen Sponsoren reden. Sonst habe ich hinterher ganz, ganz viel extra Arbeit, wenn ich denen auseinanderdröseln muss, was tatsächlich geht und was nicht. Dann machen wir das so, ne? Dann schickst du mir das, wenn du das fertig hast, das Layout, und dann mache ich da mal schön Werbung. Und da denke ich mal, dass ich da schon ein paar Leute zusammenkriege, die da was sponsern würden. Soll ich nochmal 1, 2 Takte sagen? Bin ich eigentlich zu hören?
Ja, du bist zu hören, Jan. Schießen Sie ruhig los. Das war gut. Also ja, weil du hattest gesagt über die unterschiedlichen Vorstellungen, die da so herrschen und also ich will das mal so ein bisschen beleuchten, warum ich mal so ein bisschen auf dem Standpunkt war, dass man es kleiner machen könnte, sollte, müsste, wie auch immer. Also ich war relativ erfreut von der Idee sozusagen, das ohne großen Aufwand zu machen, ohne dass jemand eine Vorleistung gehen muss. Also sprich, wir sagen, wir machen einen Treffpunkt ab, wo sich jeder einmietet und da gucken wir mal, was passiert und vielleicht organisiert man ja vorher noch ein bisschen was im Sinne von, ja, transparente Malen etc. pp. Das wäre halt sozusagen für mich angenehm gewesen, wenn ich das sozusagen geschmissen hätte, weil ich das eben auch ohne Berliner zu sein und ohne viel Arbeit vorher hätte tun können. Ich muss halt auch sagen, dass 5 Tage für mich wahrscheinlich ein bisschen lang sind. Das ist schon eine ganze Menge an Urlaub, die dabei draufgehen würde natürlich. Von daher war das sozusagen die Lösung, die so in meinen Terminkalender in Anführungsstrichen und in meinen, ja, wie soll ich sagen, so und das, was ich sozusagen übers Internet hätte leisten können oder immer noch leisten kann, sozusagen ganz gut reingepasst hätte. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollen mehr und wir machen das auch, dann sage ich natürlich super, auf jeden Fall, schöne Geschichte. Haut rein, ich kann dann wahrscheinlich das nicht sozusagen komplett mit übernehmen, da ein 5-Tage-Programm zu machen. Das ist dann wahrscheinlich bei den Berlinern ein bisschen besser aufgehoben, ne? Zu den 5 Tagen möchte ich gleich was sagen. Am Mittwoch sagt der Plan bisher nur, dass die Leute ankommen und sich dann irgendwo zentralisiert treffen und kennenlernen. Insofern müsstest du auch im Zweifel nur Donnerstag und Freitag Urlaub machen. Ja. Und 2 Urlaubstage ist die Sache dann vielleicht doch wert, wenn man sich überlegt, was alles möglich ist auf so einem Vernetzungstreffen. Denn ihr dürft nicht vergessen, dass ihr dann 24 Stunden am Tag mit potenziellen Aktivisten rumhängt. Das heißt, ihr kriegt jede Menge Input, jede Menge Zeit für Gespräche, die dann zum Beispiel auf der Handparade nicht ist, weil auf der Handparade jeder der Aktiven irgendwas zu tun hat. Ja, das stimmt natürlich. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch den letzten 2 Tage nicht mehr so ganz ins Etherpad reingeguckt. Aber ja, also das lässt sich natürlich schon eher machen, also weil das klang für mich immer so ein bisschen, dass du da sehr, sehr groß planen würdest. Also das ist natürlich schon eher machbar und ich denke auch, dass man das irgendwie organisieren kann. Und ich glaube, der Joost hatte ja auch schon gesagt, dass er auf jeden Fall einen Beitrag leisten würde. Und ich denke, man bekommt durchaus irgendwie Aktive dazu, zu sagen, hey, wisst ihr was, ich gebe euch mal das, was ich so gut kann, irgendwie weiter. Von daher ist das eine schöne Idee. Die Frage ist dann eben halt immer noch, ja, also du hast anscheinend mit dem Hostel schon sehr konkret gesprochen, das finde ich natürlich sehr, sehr cool. Und da muss man mal gucken, wie man so alles motiviert bekommt. Ne? Also ich muss ja sagen, dass ich auch offen gesagt beim GMM hatte ich eigentlich auch x Leute motiviert, ne? Ja, eine krank geworden, der andere dann doch keine Zeit etc., wie das dann immer so ist. Also ich hoffe, dass man sowas dann vielleicht auch über eine verbindliche Art und Weise, gerade wenn die Leute sich anmelden und dann ein Zimmer bezahlt haben, dann sind sie wahrscheinlich ja motiviert, dann auch zu kommen. Das fände ich natürlich cool. 160 € ist natürlich schon eine gewisse Leiste an Holz, aber gut, das kriegt dann, muss man hinkriegen halt, ne? Also ich finde die Idee super cool, Steffen. Also ich bin in dem Fall dabei und ich bin auch 5 Tage dabei. Ey Lars, wenn du dabei bist, dann bin ich auch dabei. Siehst du, also ich ziehe Leute an. Ja, ich hatte am Anfang auch erst Bedenken wegen der Dauer, also wegen den 5 Tagen, aber wenn man das halt bedenkt, ja, man hat ja den ersten Tag Anreise und den letzten Tag Abreise, dann Samstag ist die Hanfparade, dann bleiben ja, sage ich mal, effektiv nur 2 Tage für ja ein wirkliches Programm und wenn man das jetzt aber am Stück sieht, was man dann ja dann alles hat, ja, man trifft viele ja tolle Menschen, man lernt hoffentlich dann jede Menge oder man kann jede Menge dazulernen, ja, und man kann zusammen an der Hanfparade teilnehmen und ich denke mal, man kann vor allem auch zusammen vielleicht sowas wie ein Konzept schaffen, wie man zum Beispiel, wie man an Themen rangeht, zum Beispiel in der nächsten Zeit. Wenn man zum Beispiel mit mehreren Leuten da ist, 60, 70 Leute sind da angesprochen, so ungefähr, ja, dann kann man ja auch auf jeden Fall schon mal sagen, ja, was weiß ich, wir machen das jetzt so und so oder was weiß ich, oder keine Ahnung, oder
schreiben alle nicht mehr auf Facebook oder was weiß ich, sondern verlagern uns alle nach Google Plus oder was weiß ich, keine Ahnung, weißt du so, aber wenn man auf jeden Fall schon mal gemeinsam da sitzt oder so, hat man auf jeden Fall schon mal eine Basis, so, wo man drauf aufbauen kann. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall das wichtigste Projekt, was es vielleicht bis jetzt dann so sogar gegeben hat, weil was daraus erwachsen kann, ist undenkbar, sag ich mal, ne? Ja, es ist eine Menge Potenzial, ja. Muss man jetzt nicht unnötig überhöhen, aber ja, potenziell ist es schon so, dass ich mir davon verspreche, dass die 60 Leute, wenn die dann nach Hause gehen, zumindest jeder zu einem Dutzend neuer Aktiver irgendwo aus der Republik einen Draht haben und die haben alle sich gegenseitig schon mal geholfen, also ist die Hemmschwelle niedriger nachzufragen, hey, kannst du mir mal die und die Grafik erstellen oder kannst du mir helfen, eine Presseerklärung zu schreiben oder ich weiß doch, du kannst das mit den Webseiten machen, erklär mir mal schnell dies und jenes, weil nach meiner Erfahrung ist Netzwerken das, was uns von den Prohibitionisten unterscheiden kann. Wir werden die niemals in Sachen von Geld und solchen Mitteln schlagen, aber wir können die besiegen, wenn wir mehr miteinander machen als gegeneinander. Und da ist so ein Camp, insbesondere für die Leute, die jetzt vielleicht im Blauen sitzen und nicht wissen, wer vor Ort aktiv ist und kein lokales Netzwerk haben, so wie wir bei China, keine Infrastruktur, Mehrwert auch über die 5 Tage hinaus. Und nebenbei, wenn man denn möchte, kann man in einem Hostel natürlich auch einen Tag früher anreisen oder einen Tag länger bleiben. Die freuen sich über jedes Zimmer, das gebucht ist. Aber an dem Zeitpunkt, wo dann das Legalize Camp ist, möchte ich schon so machen, dass das Hostel möglichst nur mit Leuten von dem Legalize Camp belegt ist. Damit man halt, wenn man mit der Badehose, mit einem Handblatt drauf rausgeht, nicht blöd angeguckt wird und sich keine Sorgen machen muss, wenn man dann irgendwie auf dem Flur darüber diskutiert, ob es jetzt sinnvoll ist, andere Drogenkonsumenten zu inkludieren oder ähnliches. Naja, es ist ja eigentlich völlig egal, nein, nicht völlig egal, es ist gar nicht so wichtig, ob du schaffst, die 60 Leute vollzukriegen. Es ist doch einfach schon eine coole Sache, dass man an beiden Veranstaltungen teilnehmen kann und irgendwo bleiben kann dazwischen und eben sich vernetzen kann, Netzwerke aufbauen kann. Finde ich toll. Ja, 60 Leute klingt jetzt erstmal viel, aber das geht relativ schnell. Wenn ich mir überlege, dass dann, wir haben in Deutschland jetzt 18 GMN-Städte gehabt, wenn da nur 10 kommen, dann ist schon fast ein Fünftel der Veranstaltung voll, dann kommen die Schweizer mit 3-4 Leuten und ein paar Österreicher kommen auf alle Fälle, den Jo Brohmen aus Belgien habe ich jetzt angesprochen, das sind alles Menschen, die dann damit vor Ort sein werden für die paar Tage, vermutlich auch Lars und sowas und wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, auch der Janonym noch, der Marker von Exzessiv wird zumindest einen Tag reinschauen und euch beibringen, wenn ihr denn wollt, wie man Videos schneller und effektiver schneidet und wie so die Spielregeln für YouTube sind und solche Sachen. Wir werden den DRV besuchen, wir werden das Handmuseum besuchen, den Fixpunkt, um euch dort beizubringen, wie ihr telefonische Suchtberatungen mit Leuten machen könnt, die vielleicht nach Veranstaltung auf euch zugehen. Es gibt eine ganze Menge zu tun und das sind jetzt alles nur die Ideen, die irgendwie in den ersten paar Tagen aus der Community rausgefallen sind. Ich bin mir sicher, dass die 60 Leute dann noch viel, viel mehr Sachen im Kopf haben, die man machen kann in den 72 oder 80 Stunden, die einem zur Verfügung stehen. Ich finde es zum Beispiel für uns in Blauen sehr wichtig, dass du uns ein paar Tipps gibst, wie wir gerade so konservative Leute auf unsere Seite ziehen können. Weil das Problem ist, die hier in Blauen haben die schon ein bisschen ihre eigene Meinung. Wenn du so Richtung Zwickau gehst oder so, da gehen die Leute beim Thema Cannabis viel leichter damit um, wie bei uns in Blauen. Hier ist halt so ein bisschen heißes Pflaster. Ne? Die ist halt schwierig, die Leute hier anzusprechen. Ne, die einen reagieren positiv drauf und die anderen, die sagen gleich, du hast doch einen Schaden. Ne, und da muss man halt
bestimmte Techniken finden, wie man dann auf die Leute zugeht und anspricht. Und da wäre es echt cool, wenn wir da ein bisschen was von dir lernen könnten. Da wäre ich definitiv mit dabei, wenn meine Frau meine Verlobte Urlaub bekommt. Das ist zum Beispiel ein Thema, warum das machen. Das kann Georg Wurt zum Beispiel machen. Dann hat man eine schöne Gelegenheit, beim Deutschen Handverband vorbeizuschauen. Da müssen ja dann auch nicht alle Teilnehmer hin. Das Ziel bei so einem Barcamp ist, dass die 60 Leute sich dann die meiste Zeit in 3, 4 oder 5 verschiedene Gruppen aufteilen und jeder nach seinen persönlichen Bedürfnissen irgendwas macht. Der eine möchte eher Dekoarbeiten machen und was Handwerkliches lernen, der andere möchte sich vielleicht eher mit Computern beschäftigen und der Dritte geht lieber zu einem Vortrag, wo er mehr so passiv bespaßt wird, was auch immer. Da soll es halt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten geben und jeder von den 60, die dorthin gehen, möglichst auch selbst was beitragen. Weil jeder von uns kann irgendwas ganz toll. Und sei es nur, dass Lars einen Kurs macht, Stock aus dem Arsch, Legalisierung mit Spaß oder sowas. Also mich könnte da auf jeden Fall für die Idee begeistern. Ich finde die Idee super, so vielleicht ein paar Tage in Berlin verbringen, so ein Camp zu veranstalten, was dann schließlich auch in einer Hanfparade gipfelt sozusagen. Und ich hätte da tatsächlich sogar ein Thema in der Tasche, wo ich Lust hätte, das mal an so ein paar anderen Gehirnen zu reiben. Ich habe ja diese Entkriminalisierungskonzeptgeschichte so und das ist auf jeden Fall eine Sache, die davon lebt, dass es sich an anderen Gehirnen reibt, auf jeden Fall. Und das wäre auf jeden Fall eine prima Idee, da sich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Wenn man 60 Leute direkt in einem Haus hat, alle beschäftigen sich mit demselben Thema in unterschiedlicher Art und Weise, das wäre wahnsinnig spannend. Das hat also, wie Lars schon gesagt, das hat ein wahnsinniges Potenzial. Ne? Da habe ich mal noch eine Frage. Beschränkt sich das Camp dann eigentlich nur auf die Legalisierung vom Cannabis als zum Rauchen oder kann man da über den Punkt sprechen, die industrielle Nutzung, zum Beispiel, dass man Firmen für die Papierherstellung anwirbt. Ich glaube, über alles sprechen, was du möchtest in Bezug auf die Materie. Oder sexuelle Nutzung. Vielleicht unterhalten wir uns ja ein bisschen über Fahrrad. Traditionell ist es bei den Parken so, dass es einen zentralen Ort gibt, wo man frühst hingehen kann und dann sagt man, okay, es gibt die und die Räume, und ich trage mich für die und die Uhrzeit ein, belege diesen Raum und verrate den anderen, was ich in diesem Raum machen möchte. Ein Workshop zum Thema transparente Malen oder einen Vortrag zum Thema was auch immer. Oder miteinander reden, alles Mögliche. Und da kann es dann oder gibt es in der Regel ganz, ganz viele Veranstaltungen gleichzeitig. Wir werden ein Rundprogramm anbieten, damit ihr nicht das Problem habt, wenn keiner was in den Kalender einträgt, passiert nichts. Aber es muss Ziel sein, dass ihr möglichst viele eigene Ideen mitbringt. Und wenn du was machen möchtest zu Nutzhand oder zu Cannabis als Medizin oder zu Partydrogen oder zu was auch immer, dann einfach mutig sein, erstmal im Pad eintragen, was man machen könnte, damit man den potenziellen Sponsoren zeigen kann, hör zu, da kommen Ideen von den Leuten, die dort mitmachen sollen. Das wird auf alle Fälle eine dufte Möglichkeit für dich, um es zu machen. Darauf läuft es ja hinaus, wenn man Sponsoren anspricht, wollen die ja was haben für ihr Geld, dann werden wir versuchen, möglichst viel von dem, was ihr anbietet, zu dokumentieren. Perspektivisch, ich habe da mit Joost schon mal drüber gesprochen am letzten Freitag, dann am Ende so eine Art Handbuch für Legalisierungsaktivisten machen. Vermutlich erstmal eine digitale Sache, wo wir all die Eindrücke von dem Camp sammeln und jeder, der einen Workshop gemacht hat oder ein Seminar gemacht hat, nochmal ein Angebot für die Leute macht, die dort gewesen sind, wie man das weiterarbeiten kann zu Hause, wie man diese Informationen vertiefen kann oder so, damit auch die Leute, die nicht das Privileg hatten, zu den 60 zugehören, was davon haben, dass es die Veranstaltung gegeben hat. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir die Idee noch ein bisschen formen. Auf YouTube wird nach einer Kalkulation gefragt. Vielleicht weißt du oder weiß man hier nochmal auf die Facebook-Gruppe und auf das Pad hin. Ich werde dann gleich mal einen entsprechenden Kommentar auf YouTube mit beantworten. Aktuell sagt meine Kalkulation, dass wir mit 160 Euro pro Teilnehmer auskommen. Traditionell muss man dann noch 10% aufschlagen für Verpeilungen. Dann wären wir bei 176 Euro pro Person
und auf 60 Leute gerechnet ungefähr 10.000 Euro, die das Projekt kosten würde. Dann ist aber keine Arbeitsstunde bezahlt. Also nicht, dass dann irgendwie am Ende wieder Gerüchte durch die Szene gehen, dass sich jemand daran bereichern will. Die Kalkulation ist im Pad auch öffentlich, da ist nicht ein Cent für geleistete Arbeit mit drin. Da sind noch nicht mal die 10 Euro für die Domain mit einkalkuliert, die wir heute Nacht irgendwann noch kriegen müssen. Wenn ich das mal sagen darf, also ich hätte jetzt persönlich auch kein Problem damit, wenn jetzt, keine Ahnung, du, Steffen, das in die Hand nimmst komplett und dann sagst, okay, da bleibt dann noch irgendwie ein Betrag X bei übrig für dich. Also ich meine, solange der jetzt nicht vierstellig wird oder so, glaube ich, kann da eigentlich kaum jemand was dagegen sagen, wenn du eben sowas organisierst, dass man so ein bisschen für deinen Aufwand auch aufkommt. Weil letztlich, ja, es kam ja irgendwann mal die Frage, was machst du da eigentlich beruflich, Steffen? Und ja, du bist eben Legalisierer und ich denke, wenn sowas im Rahmen bleibt und da für dich noch eine Mark 50 übrig bleibt, dann ich hätte da jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit. Also wenn du dir da den Hut aufsetzt, weil wie gesagt, ich kann das... Ja, wenn so Arschlöcher wie der Ackermann so viele Tausende von Euro sich an Land scheffeln, dann hat er doch auf jeden Fall auch einen vierstelligen Betrag verdient, wenn es schon um Beträge verdient, geht. Lars verdient hat, hat Steffen einen 5- bis 6-stelligen Vertrag mindestens, aber das ist leider wahrscheinlich nicht so ganz unbedingt umsetzbar. Aber wie gesagt, also ich denke, ich kann mir den Hut da nicht aufsetzen, ich habe die Idee ja ganz gut mitgesponnen auch, aber ich kann es eben einfach, weil ich nicht in Berlin bin und wegen Beruf und so weiter eben nicht machen. Und wenn Steffen sagt, jawohl, ich schmeiß das Ding jetzt und setze mir den Hut auf und gehe natürlich auch ein gewisses, ich will jetzt nicht sagen Risiko ein, aber es ist eben einfach Arbeit. Ich hätte jetzt kein Problem, wenn da jetzt ein gewisser Betrag X jetzt auch noch für Steffen übrig bleibt. Also ich meine, das ist eben einfach eine Tätigkeit, die Arbeit erfordert und da muss viel gemacht werden. Und mein Gott, also wenn Steffen da jetzt mindestens schön von Essen gehen kann oder vielleicht mal einen gewissen Anteil von seiner Miete auch noch bezahlen kann, ich fände das jetzt nicht verkehrt, aber da dürfte gerne eure eigene Meinung zu sagen. Eigentlich wäre es sogar super, oder nicht? Absolut. Ich bin jetzt der Letzte, der sich dagegen wehren würde, aber ich halte es für falsch, das bei so einer ersten Ausgabe zu machen. Einmal schreckt es vielleicht Leute ab, die ehrenamtlich mitarbeiten wollen, weil die ja dann jemanden quasi seinen kommerziellen Erfolg zuarbeiten. Und zum anderen ist ja noch gar nicht bewiesen, dass das tatsächlich was taugt. Wenn man dann nächstes Jahr sagt, okay, wir wollen so ein Camp vielleicht tatsächlich jetzt eine Woche lang machen und es soll für alle Beteiligten tatsächlich kostenlos sein und das Gesamtbudget wird 20.000 Euro oder 30.000 Euro, dann muss man darüber nachdenken. Aber jetzt für so ein übers Knie gebrochenes Ding, da freue ich mich eher darüber, wenn dann möglichst viele Leute Lust haben, auch ein bisschen was mitzuarbeiten. Und das kann ich eher motivieren, wenn ich sage, guck mal, ich investiere auch meine Zeit, ohne dass ich dafür einen Taler kriege. Weil am Ende wirklich bezahlen kann man die Arbeitszeit ja doch nicht. Ja, hast du auch recht, aber ich meine, dass zumindest irgendwie etwas für Auslagen übrig bleibt oder so, auch das kann man ja transparent machen, wenn du sagst, okay, komm, du meinst jetzt Domain und so weiter, das sollte jetzt nicht sozusagen aus deiner privaten Kasse kommen, wenn du sowas machst. Halt, ne? Da denke ich, hat niemand was dagegen, wenn du irgendwie zumindest solche Auslagen eben transparent darauf umschlägst. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie... Kann man nicht vielleicht diesbezüglich sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Weil ich habe ja sowieso die Kritik zum Beispiel an den Piraten oder auch an den Linken, ja, dass die sich zum Beispiel ja legalisieren, auf die Wahlplakate schreiben, aber wenn du dann in die Ortsgruppe gehst und da mal nachfragst oder guckst, sitzen da vielleicht irgendwelche Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben von dem, was landespolitisch überhaupt auf den Wahlplakaten steht oder dass es sowas wie Legalisierung überhaupt gibt und dass es sich dabei um sowas wie Marihuana dreht. Also wenn man zum Beispiel einfach mal zum Beispiel sagen würde, dass man vielleicht 5 Leute von den Piraten und 5 Leute von den Linken, ja, die vielleicht aber gar nichts mit Drogenpolitik zu tun hat, einlädt in dieses Camp. Und dafür wird das aber auch, dafür gibt man denen halt dann auch Platz, ja, halt Workshops zu machen oder was weiß ich. Und im Gegenzug dafür beteiligen die sich halt an der Finanzierung, was ja für Parteien eigentlich 10.000 Euro, ich meine, das geben die fürs Mittagessen, für was weiß ich auch, so ungefähr. Ne? Also da ist aber wieder der Kritikpunkt an der Sache, das sei ja
keine parteipolitische Veranstaltung wären, sondern das soll ja eine Veranstaltung werden, wo es ums Legalisierung geht und um ja, das ja. Wie. Und, wenn man, ja. Und wir können doch nur mit den Parteien legalisieren. Wir können doch nicht ohne Parteien legalisieren, weil wenn, legalisieren doch die Parteien. Wenn die keine Ahnung haben von Tuten und Blasen, wenn die sich nur über das Fernsehen bilden, sag ich mal, oder über die Medien, die halt, ja, sag ich mal, bedingt nur immer die Wahrheit erzählen. Ja, jetzt gerade sind die mal auf dem Marihuana-Trip, aber ist das nächstes Jahr auch noch so? Oder nach dem Sommerloch? Der Punkt ist aber, bei uns sind die zwei Parteien, die du genannt hast, da nicht so dran interessiert. Also wir haben da versucht, mit denen was auf die Beine zu stellen. Da wollte sich keiner beteiligen, aber im Endeffekt wollten sie unsere Arbeit sich dann auf die Fahne schreiben. Das ist ja die Sache, wo ich hinaus will. Eigentlich müssten ja diese Leute, die da auf dem Land bei den Linken sind, vielleicht mal auf so ein Seminar geschickt werden, ins Legalisierer-Camp, ja? Und wenn da jetzt, was weiß ich, es müssen ja auch nicht so viele sein, ja? Fangen wir auch meinetwegen erstmal mit 2-3 Leuten an oder so. Ach, aber wenn wir mal dahin einladen in so ein Camp und sagen, hier, weißt du, so, also ich finde die Idee nicht schlecht. Ist mir jetzt gerade nur so spontan gekommen. Du meinst praktisch auch sehr wichtig, deshalb habe ich als einen der ersten Ideen, was man so machen könnte, einen Workshop im Abgeordnetenbüro tragen, weil wir haben ja Beziehungen zu Parteien und es ist wichtig für uns Legalisierer, die Ressourcen, die Parteien für uns darstellen, für unsere Arbeit sind, mit zu nutzen. Ich habe das Ganze mal Parteienhacken genannt und Silke Kollwitz eingetragen, die ist aktuell bei den Grünen in der LRG Drogen aktiv und kann uns auf alle Fälle Zugang zu dem Büro verschaffen. Und dann kann man da vor Ort lernen, wie kommuniziere ich richtig mit Politikern. Wie kriege ich die dazu, dass ich in ihrem Wahlkreisbüro meine Diskussionsveranstaltung machen kann. Wie kriege ich die dazu, dass die mir 1000 Flyer aus ihrem Kopierer rausfallen lassen, ohne dass ich Geld dafür bezahlen muss. Wie kann ich Parteien als Geldquelle anzapfen und sowas. Das lassen wir uns dann im Rahmen des Camps einfach von Parteien beibringen. Deswegen, und wenn man jetzt jetzt im Rahmen des Legalisierungscamps zum Beispiel jede dieser 5-6 etablierten Parteien, jetzt abgesehen von der NPD natürlich, fragen würde, hey, ihr schickt uns einen Delegierten, ja, der kann was lernen und kann sich vernetzen mit den anderen Legalisierern, ja, weil es gibt ja zum Beispiel bei den jungen Liberalen gibt es wahrscheinlich Legalisierer oder Leute, die sich da verhalten. Ja, und ich meine, es ist ja auch wichtig, vielleicht mal mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen. Also ich fände es interessant, auch solche Leute kennenzulernen im Rahmen eines solchen Camps. Vielen Dank für den Gedanken, habe ich mir gleich mal aufgeschrieben. Weil ein Delegierter reicht ja, weißt du, dafür können die ihre Standpunkte reinbringen oder so. Und ich denke mal, das ist den Parteien auch was wert, vor allen Dingen jetzt gerade so den jungen Liberalen oder so, die jetzt schon wieder mit den Grünen anfangen rumzubändeln, sage ich jetzt mal so, oder die Liberalen insgesamt werden ja jetzt sind viel mehr Opposition als andere Parteien vorher es vielleicht auch waren, ne? Muss man sich einfach auch nur mal so durch den Kopf gehen lassen. Jan, auf YouTube kam jetzt schon der Hinweis, dass bei einem Gesamtbudget von 9.600 Euro, und ich rechne ehrlich gesagt eher so mit 12.000 Euro am Ende, dringend eine ganz große Transparenz nötig ist, und ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube nicht, dass da Luft für Privates irgendwelcher Art ist. Also okay, eine Domain, die Kosten kann man transparent machen, aber auch am Ende essen gehen, das müssen dann 50 Euro sein, die übrig bleiben, wenn das Camp vorbei ist. Ja, also das, nein, ich meine nur, ich meine das doch gar nicht so konkret, ich meine nur, dass solltest du dir jetzt hypothetisch den Hut da aufsetzen, ich persönlich hätte halt nichts dagegen und auch man kann sowas ja auch trotzdem transparent machen und wenn du dann irgendwann einen Posten hast, okay, dass du halt telefonieren musstest und so weiter und so fort, also mir wäre halt, ich fände es halt schade, wenn es irgendwie daran scheitert, dass du sagst, ich kann das jetzt die Telefoniererei nicht finanzieren, weißt du, so meine ich das halt mehr und so oder so wäre es natürlich cool, wenn das irgendwann ja sich auch wirklich so trägt, dass du auch sagen kannst, okay, das ist halt für mich, ich investiere die Zeit eben und also ich hätte eben nichts dagegen, das war mehr so der Punkt, den ich sagte und ja, unabhängig davon kann man es natürlich auch transparent machen, also du kannst ja alles, auch wenn man jetzt sagen würde,
wir sagen dem Steffen, wir finden das so gut, du sollst dann noch eine Mark 50 von bekommen. Auch das kann man ja transparent machen letztlich. Ne? Also ich verstehe schon die Punkte, die du auch genannt hast, dass es natürlich gerade beim Anfang schwierig ist, aber ich meine nur, ich finde die Idee so gut und ich fände es so gut, wenn du das tun würdest, dass ich da nicht abgeneigt wäre. Aber du hast schon recht, das ist beim ersten Mal schwierig und ja, Transparenz muss dann so oder so sein. Zu Sachen hier Hut aufhaben und so, ich fände es sehr angenehm, wenn das nicht auf einem paar Schultern liegt, sondern perspektivisch von einer Handvoll Leute dezentral organisiert wird, weil die allermeiste Arbeit wird am Computer stattfinden. Es lohnt sich für die Veranstaltung nicht, jetzt irgendwie Poster zu drucken und zu verteilen, weil es sind nur 60 Plätze. Da geht es eher darum, die richtigen Leute anzusprechen für zwecks Finanzierung und dann hinterher die 60 Leute vernünftig, transparent im Zweifel auch auszuwählen, die daran teilnehmen können. Mal gucken, ich möchte ja möglichst viele Plätze für umsonst ausgeben und dann muss irgendjemand entscheiden, wer kommt denn dann in den Genuss von diesen 180 Euro oder 200 Euro werten Karten. Und das ist... Ich habe mal ganz kurz einen konstruktiven Vorschlag nochmal. Ja. Und zwar wegen der Domain, die du vorhin angesprochen hast. Finde ich eine super Sache, aber muss es jetzt noch zusätzlich eine Domain geben für irgendein Legalisierungscamp? Kann das nicht Bestandteil einer anderen Sache sein? Deswegen, ich schlage vor, dass einfach mal, weil wenn Andreas Maurer und die Schweizer sowieso kommen wollen und dann noch mehr Leute kommen wollen und man, kann man das nicht von der Seite aufrollen, dass man einfach sagt, dass man das auf der Seite Hangout zum Beispiel hostet, das Camp. Da ist Dribbel dir natürlich schon wieder einen Schritt voraus und hat schon die Domain geklickt. Ich bin ein großer Freund davon, dass solche Einzelprojekte eigene Webseiten kriegen, weil es dann irgendwann leicht ist, zu sagen, okay, das machen wir nicht weiter oder das macht jetzt jemand anderes. Wenn man die dann zu sehr mit anderen Projekten verknüpft, dann gibt es Probleme. Also deshalb halt auch losgelöst von der Handparade und nur losgelöst vom Handmuseum, obwohl ich sicherlich die Infrastruktur, die hier schon rumsteht, benutzen werde. Also so Telefon. Ja, ich denke mal einfach, weil du Infrastruktur ansprichst, ich denke mal einfach, Andreas ist halt auch ständig online und hat den besten Support, den man überhaupt geben kann. Und es wieder, also meiner Meinung nach widerspricht es dem Gedanken der Vernetzung, dass es 1000 verschiedene Einzelforen gibt. Ne? Also, oder beziehungsweise ich mich überall immer neu anmelden muss und was weiß ich. Deswegen ist ja zum Beispiel dieses Facebook-Login so irrsinnig praktisch, was man ja heute mittlerweile bei fast allen Webseiten nutzen kann und man meldet sich einfach bei Facebook an und ist überall angemeldet. Ne? Jein. Also, primär ist so eine Webseite ja ein Tool für die Leute, die da dran richten wollen und dann muss man das aus der Perspektive der Menschen denken, die das benutzen sollen am Ende. Und für die ist es halt deutlich leichter, wenn das eine halbwegs schlüssige Domain hat, die man sich merken kann und die für Suchmaschinen gut zu finden ist. Man kann sicherlich darüber reden, wie man Andreas Infrastruktur dazu benutzen kann, das Betreiben der Seite zu vereinfachen. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, eine wie auch immer geartete Webseite für dieses spezielle Event zu haben. Man weiß ja auch nicht, in welche Richtung das später mal tumort. Ich denke auch, dass die Webseite überhaupt nicht so funktional gemacht sein sollte wie der Hanfkalender oder so. Die sollte eigentlich nur informativ sein. Und warum soll man sich da anmelden? Man kann völlig anonym auf diese Seite surfen. Ja, weil es doch schon ums Vernetzen geht. Also wenn ich mich mit Leuten treffe, die sowieso die ganze Zeit am Vernetzen sind und was weiß ich, dann finde ich es auch am sinnvollsten, vielleicht gleich in diese Richtung auch zu denken, was die Webseite angeht. Das heißt Community. Eigentlich heißt das Community, was wir hier gerade anstreben. Ja, und was du damit machst, ist, Leute zwingen sich zu vernetzen und es gibt Menschen, die das nicht wollen. Ja, aber das ist einfach nur informiert werden. Aber die Sache ist doch, dass wir das machen, um uns zu vernetzen. Ist doch ein Wir schon. Wir kommen ja auch zur Demo.
Ja. Zum Glück ist das kein Problem, das wir heute lösen müssen. Wir haben nämlich nur noch 10 Minuten. Gibt es jetzt von der Webseite Frage abgesehen Wünsche, Anregungen, Kritik zum Legalize-Camp? Ich hab da mal noch ganz kurz eine Frage. Der Global Marihuana Marsch ist ja, glaube ich, zuerst in Deutschland in Berlin gewesen, ne? Und kann man da dann, nächstes oder übernächstes Jahr, kann man da dann sowas machen wie Legalize Camps, dann praktisch vor Ort, wenn man dann schon so Ortsgruppen erschaffen hat, dass man zum Beispiel sagt, man macht so kleine Legalized Camps, ne, meinetwegen in Dresden oder und dann wieder ein zentrales Treffen. Wie du denkst, in das Berlin. Wirkt total toll auf mich. Ich freue mich, was du noch so auf die Beine stellen wirst. Mach, es ist eine Bombenidee, mach es. Genauso weißt du, das ist eine super Idee und genauso wie wir, guck mal, wir brauchen hier, wie viele Mann sind wir? 10 Mann, um so eine Idee durchzuspinnen und du hast das mal sozusagen erweitert, auch eine Bombenidee und mach es einfach. So, dann gibt es das nicht nur die größte Demo in Plauen organisiert, sondern auch noch das erste dezentrale Legalize-Camp in Plauen. So soll es doch sein. Das Problem ist bloß, hier in Plauen findest du sehr wenig Leute, die sich beteiligen wollen. Das ist halt, hier gibt es Leute, die haben Bombenideen, die wollen sonst was reisen, die stecken da Energie rein ohne Ende, aber es gibt halt zu wenig Leute, die sich beteiligen. Plauen hat bestimmt viel Fläche und da gibt es bestimmt coole Bauern, ja, die irgendwie ein großes Grundstück haben und sagen, ey, auf meinem Grundstück können Legalisierer campen, wenn sie mir ein bisschen Kohle dafür geben. Wir haben einfach für 2015 jemanden, der verdammt günstiges, großes Grundstück hat, weißt du? Dann machen wir da auf jeden Fall einen Camp in Plauen, kein Ding. Wir haben eine große Talsperre, ne? Und da fährt auch überall ein Bus hin, ne? Und da kann man gerade die konservativen Omas auf den Dörfern mit ansprechen, dort dann in diese Ortsgruppen dort mit reingehen und dann einfach dort mal sich reinsetzen und dann mal sagen, na, was haltet ihr denn da davon, wenn wir jetzt den industriellen Hanf für Dämmmaterial nutzen oder wie es die Amis machen, Häuser aus Hanf bauen. Ne? Da spart man an Heizkosten und hast du nicht gesehen. Da kann man der Natur einen großen Gefallen tun. Ne? Und da, denke ich mal, kann man hier bei uns so bei den alten Leuten viel punkten. Ne? Ja, so. Ich hätte da noch eine unverschämte Frage, nur aus Recherchegründen würde ich gerne von jedem wissen, was ihr bereit wärt, für so ein Legalize-Camp tatsächlich zu bezahlen. Ich möchte nämlich rauskriegen, ob es sinnvoller ist, mögliche Sponsoreinnahmen dazu benutzen, einzelne Tickets vollständig zu bezahlen oder ob es besser ist, für alle den Ticketpreis zu drücken. Dazu möchte ich jetzt gerne mal fragen, Albert, wie viel wärst du bereit für 5 Tage Legalize Camp in Berlin zu bezahlen? In dem Fall ist natürlich weniger mehr. Die 150 Euro wären top. Maximal wäre es mir dann wirklich 180 bis 200 Euro wert. Es ist, glaube ich, momentan, ich kann mir momentan einfach nicht mehr leisten, sage ich immer so. Ja, das ist völlig in Ordnung. Wenn du jetzt 30 gesagt hättest, dann wäre das genau so eine ehrliche, valide Zahl. Nee, 150, wenn ich sehe, was ich dafür bekomme, dann sind mir die 150 das auf jeden Fall wert, ja. Okay, Andreas, ich weiß, du hast eine sehr weite Anreise. Bedenke das bitte, wie viel würdest du für die Tage in Berlin zahlen wollen? Also das vom Wert her würde ich da auch schon 150, 200 Euro sagen, aber eben vom Geld her muss ich da auch schauen, dass ich das überhaupt hinkriege. So ja, das 100 Euro oder sowas würde da wohl schon drin liegen, aber das wird auch schon knapp. Okay, Chester? Ja, ich muss leider sagen, mit Anreise und Pipapo könnte ich wahrscheinlich maximal, was heißt wollen, ist bei mir gar kein Thema. Also ich könnte maximal irgendwas bis 80 Euro, zwischen 60 und 80 Euro könnte ich wohl vorausgeben. Okay, vielen Dank. Der nächste ist Dennis. Irgendwie ist mein Mauszeiger verschwunden gewesen. Naja, ja, so zwischen 100 und 150 Euro. Also eigentlich so 150 Euro mit Anreise wäre so am besten. Okay. Tim Rümmer,
Hanf, legal, Schwyzerland, hallo erstmal, du hast heute noch gar nichts gesagt. Und jetzt musst du gleich mit einer Zahl rumkommen. Wie viel würdest du für 5 Tage Hardcore-Berliner Aktivistenlehre bezahlen wollen? Scheinbar nix, dann machen wir mit Jan weiter. Wenn du 2 Tage Urlaub hättest und nach Berlin kommen würdest, was wäre es dir wert? Wert ist es, also es ist quasi unbezahlbar. Ich denke persönlich, dass man wahrscheinlich bei den Kosten noch ein bisschen drücken kann. Also ich habe, Pat, jetzt mal gelesen, sie hat zum Beispiel das Frühstück mit eingerechnet. Ich denke, dass wenn man sowas letztlich mit rausnimmt und jedem sagen kann, weißt du was, entweder du holst dir eine Packung Toast für 79 Cent oder du gehst jetzt im teuren Café frühstücken, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger geht, weil ich finde den Preis relativ knackig, wenn ich das zum Beispiel mit einschlägigen Festivals vergleiche. Also Wacken kostet, glaube ich, dieses Jahr auch 160 Euro oder so. Also ich würde das glatt bezahlen. Ich glaube aber, dass das für viele Leute erstmal sehr, sehr hoch scheint. Ich glaube, dass wenn du sagst, okay, das Camp an sich, also sprich Übernachtung und Programm, kriegst du für einen Hunni. Und dann denke bitte dran, du musst noch für ein Frühstück sorgen und so weiter und so fort. Wir könnten dir das auch für, was weiß ich was, 40, 50, 60 Euro dazu buchen. Wenn du aber andere Wünsche hast, dann machst du das halt. Ich glaube, dass das vielleicht die Schwelle so ein bisschen senken würde, wenn du vielleicht sogar sagst, okay, 99 Euro, einfach, ne, verkaufspsychologisch sozusagen, und dann, aber Achtung, das ist dann sozusagen nur der, in Anführungsstrichen, Eintritt und Übernachtung. Bedenke, du brauchst noch Frühstück, entweder gibst du uns noch ein Fuffi, wir machen das für dich, oder mach's halt selbst, wenn du es günstig oder glutenfrei und laktosefrei haben möchtest oder so. Vielleicht ist das ein bisschen entspannter, aber ich sag mal so, wenn ich halt rechne, was mich das mit Anreise und so weiter kostet, also ja, dass das ein Späßchen von nicht unter 200 Euro alles in allem wird, das ist mir auch schon klar auf jeden Fall. Okay, vielen Dank. Lars, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du bezahlen für das Legal Ice Camp? Du meinst ihn. Erster Herr Freimarkt, bitte. Schön. Mir wird das tatsächlich 200 Euro wert, weil ich habe noch keinen Urlaub genommen. Ich werde dieses Jahr keinen machen und irgendwas Schönes will ich unternehmen. Das wird nett. Vielen Dank. Und jetzt darf auch der andere. Also, ich sage natürlich, diese 150 Euro, 160, 170 Euro kann das ruhig kosten. Es ist auf jeden Fall ja auch mehr wert. Wie gesagt, also ich finde halt, dass das so schon sehr gut geplant ist vom Ansatz her. Ich fände es halt eventuell, vielleicht sogar sinnvoller, das halt, wie gesagt, 2 Tage länger sogar zu machen und dann vielleicht sogar noch ein bisschen teurer, weil wegen dieser Zeit zwischen Köln, also wegen Köln und Dings, weil wenn die Leute wirklich aus der Schweiz kommen und zur Dampfparade kommen, dann ist das ja auch wieder Geld, was die ausgeben müssen, um die Zeit zu überbrücken, wo eben kein Camp ist. Und man hätte dann, wie gesagt, 2 Tage mehr. Man muss ja auch nicht jeden Tag vollpacken mit Programm oder wie auch immer. Man kann ja auch einen Tag komplett zum Anreisen geben oder zum Kennenlernen und vielleicht ein Musikprogramm noch oder ein Kulturprogramm anbieten, einen Tag oder sonst irgendwas. Und dann würde das ganze Ding vielleicht 250 Euro kosten, aber wäre halt 2 Tage länger. Einfach nur mal vielleicht diese Idee mit einfließen lassen und vielleicht kriegt man auf die Art und Weise auch noch mehr Leute aus Köln dahin oder halt, wie gesagt. Okay, und last but not least, Stefan, was würdest du für das Camp bezahlen? Also was wir dafür bezahlen würden und können, ist ein Unterschied. Ich würde mich in Jan anschließen, wo ich sagen würde, da kann dann jeder selber entscheiden, ob er lieber Delikatessen essen haben möchte oder ob er sich halt eine Packung Toastbrot mit Salami holt. Und ich würde sagen, dass man den Preis auf alle ausrechnet, anstatt Gratis-Tickets zu verteilen. Weil ansonsten fühlt sich ja irgendjemand dann wieder benachteiligt, ne, und sagt dann, der hat aus irgendwelchen Gründen auch immer irgendwelche Vorzüge bekommen. Naja, aber ansonsten würden wir 150 bis 200 Euro auch zahlen.
Aber es wäre halt einfach schön, wenn man das echt trennen könnte, wenn man sagen könnte, pass auf, nur die Übernachtung und praktisch die Veranstaltung und dann das Essen separat für Leute, die nicht viel essen, die echt nur sagen, pass mal auf, 3 Scheiben Toastbrot am Tag reichen mir. Ne? Da so würde ich das halt sehen wie der Jan. Ich will auch noch mal ganz kurz was einwerfen. Ja, also jetzt ganz so. Nee, was ich noch sagen wollte, ist zu einer Idee nochmal, um den Preis für alle zu drücken. Ja, also man könnte doch vielleicht versuchen, eine parteilose Organisation mit zu involvieren. Ja, zum Beispiel, also ich persönlich habe früher viele Veranstaltungen organisiert mit der Deutschen Friedensgesellschaft zusammen, also Kriegsdienstverweigerungsberatung und sowas. Und da sind auch Sachen, also da haben wir auch Sachen organisiert, wie Musikveranstaltungen oder sonst irgendwas, die natürlich einen politischen Background gehabt haben, aber im Prinzip keine rein politische Sache sind. Oder Seminare wurden auch viele veranstaltet oder sowas, wo dann Leute Vorträge halten und sowas. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit der Deutschen Friedensbewegung, also mit der Deutschen Friedensgesellschaft sowas machen würde, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wir machen ein Legalisierungscamp, wo zum einen über die Friedensbewegung referiert wird oder Seminare gibt zu diesem Thema, weil das ja auch zum Teil miteinander verwoben ist und die Leute interessiert oder manche Leute haben vielleicht gar keinen Plan, was das überhaupt ist. Und es hat auf jeden Fall mit Demonstrationen und so weiter sowieso zu tun, ne? Also wenn man beim Aktivismus ist. Und es ist halt irgendwie parteiunabhängig und ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, weil die halt auch immer auch Platz suchen, um zu agitieren. Und wir suchen ja auch das Gleiche, also im Prinzip. Also, ne? Ich würde dann die Gelegenheit ergreifen und mich mal zu meinen 3-4 Notizen kurz einen Satz loslassen. Als erstes das Frühstück irgendwie rauszukoppeln aus dem Prozedere halte ich für kompliziert. Zum einen gehen die in dem Hostel davon aus, dass das eine Leistung ist, die mitverkaufen. Und zum anderen hat so ein gemeinsames Frühstück auch einen wunderbar strukturierenden Effekt auf den Tag. Das sorgt dafür, dass nicht die Hälfte von den 60 Leuten bis Nachmittag um 2 im Bett liegt, weil die letzte Nacht doch ein bisschen länger geworden ist. Für mich ist das halt primär ein Arbeitstreffen, keine Freizeitveranstaltung, sondern ein Bootcamp, um es mal hart zu formulieren. Sehr charmant finde ich den Gedanken, dass man vor dem eigentlichen Legalize-Camp durchaus ja auch den Leuten sagen kann, hey, wenn ihr aus Köln kommt, dann reist doch einfach zu diesem Hostel an. Dann sagt man denen Bescheid, das sind Leute, die zu uns gehören, packt die mal in Zimmer, die sie dann auch behalten können. Dass man da so eine Art Pre-Camp mitmacht, das können wir gerne mal ansprechen. Ich habe jetzt mal mit hier so eine Strichliste gemacht, was ihr so für Zahlen gesagt habt und ja, die meisten Leute waren bereit, so um die 150 Euro auszugeben. Das deckt sich ja nun ziemlich mit der Kalkulation im Moment, deshalb halte ich es nicht so für sinnvoll, den Preis für alle zu senken. Viel wichtiger scheint es mir zu sein, auch denen die Möglichkeit zu geben, an dem Camp teilzunehmen, die vielleicht keinen Euro übrig haben, weil sie von Hartz IV leben oder all ihr Geld in die Anreise investieren müssen. Und da fände ich es schon sinnvoll, wenn man zumindest einen Teil der Tickets vollständig subventioniert, damit zum Beispiel auch von dem GMM in Heidelberg jemand anreisen kann, auch wenn die eigentlich keine Zeit, kein Geld dafür haben für die 150 Euro. Oder damit man sagen kann, hier, wir wollen den Job Omen aus Belgien dabei haben. Es ist uns wichtig, dass der da ist. Der soll nicht draufzahlen müssen, dem müssen wir dann das Ticket vollständig bezahlen. Oder wir wollen, dass dieser und jene tatsächlich dabei ist, weil er hat im letzten Jahr irgendwie ganz fürchterlich viel gewuppt und soll mal belohnt werden. Dann muss es die Möglichkeit geben, dass man jemanden auch für 0 Euro oder für einen symbolischen 1 Euro, wenn das aus versicherungstechnischen Gründen nötig sein sollte, ein Ticket in die Hand drückt. Deshalb
lehnt bitte den Gedanken, dass man 100% subventionierte Tickets hat, nicht so vorschnell ab. Ansonsten vielen Dank für die Anregungen. Ich werde die dann mal mit in das Konzept einfließen lassen. Und auch euch möchte ich bitten, möglichst in dem Chat eure Gedanken mit festzuhalten. Je mehr Leute daran mitarbeiten, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende tatsächlich ein Legalize-Camp rauskommt, was dieser Erwartungshaltung entsprechen kann, die wir gerade aufbauen. Wer klimpert? Ach, Jan tippt, der will gar nicht sprechen. Jan, konnte ich dir denn heute ein bisschen Lust darauf machen, 2 Tage Urlaub zu nehmen? Doch, auf jeden Fall. Also die Idee fand ich ja schon immer super und wenn sich das einrichten lässt, bin ich auf jeden Fall dabei. Also weil ich auch sage, der Netzwerkeffekt, einfach Leute kennenlernen und so weiter und Wissen weitergeben und Wissen bekommen, das ist riesig und wenn sich das möglich machen lässt, bin ich auf jeden Fall dabei. Das höre ich gern.